Hallo und willkommen zu einer weiteren Videofolge der Kalion-Forschung. Am Anfang von Kalion erfahren wir ein wenig über den Aufstand der Demenäer, die über ein Jahrhundert von den Gorkonen ausgebeutet und versklavt wurden. Doch am Ende, und so ergeht es wohl allen Sklaventreibern dieser Welt, empören sich die Rechtelosen und stürzen in einen brutalen Aufstand ihrer Herren. Da der überwiegende Teil der gorkonischen Armeen sich im Süden hinter der Grenze befand und dort mit dem benachbarten Königreich Kendare kämpfte, erlangten die einstigen Sklaven so die Oberhand über die gesamte Gorkonei. Nun waren sie die Herren im Lande und eine Zeit gnadenloser Abrechnungen brach an. Tausende Hinrichtungen fanden fast täglich statt, in großen und kleinen Städten. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der ehemalige Feldherr Gelen Agressin, den einige Kräfte der neuen Regierung zum Buhmann machen wollen, vermutlich weil dessen Vater ein erfolgreicher Sklavenhändler war. Gelen selbst hatte jedoch keine Sklaven besessen und die Jahre unmittelbar vor dem Aufstand verbrachte er an der Spitze seiner Truppen im kendarischen Grenzgebiet. Doch für die Demenäer ist es eine große Versuchung, gerade an einem stolzen Heros der gefallenen Gorkonen einen Exempel zu statuieren. Dafür sind sie auch bereit, ihm einen gänzlich unbewiesenen Mord anzulasten. Auf der anderen Seite gibt es Nelei, die demenäische Volksheldin, die in der Tat während der Rebellion große Verdienste erlangte, doch an der Neuordnung durch ihre Landsleute nicht interessiert ist. Weder eignet sie sich für irgendwelche Ämter, noch scheint sie mit all den Intrigen der neuen Beamten im Einklang zu sein. Im Grunde will sie mit all dem nichts zu tun haben, obwohl man sie unentwegt auf ein Podest zu stellen versucht. Auf der Seite 58 hatte ich geschrieben, ohnehin war der Fall des Gelen Agressin recht verfahren, denn man konnte ihm keine unmittelbaren Kriegsverbrechen anlasten. Er mochte der bedeutendste Feldherr der Gorkonei gewesen sein, falls er aber Gräueltaten begangen hatte, fanden diese in Kendare statt. Zur Niederschlagung des Aufstands in der Heimat waren Gelens Truppen jedoch zu spät gekommen. Wenn jemand überhaupt einen Anspruch gehabt hätte, ihn zu richten, so waren es die Kendari. Damit war die Ermordung von Nelleys Schwester Helei der greifbarste Ansatz in einer flammenden und wenig sachlichen Anklageschrift. All das erinnert mich natürlich an diesen Zettel, den man Ende der 90er Jahre manchmal auf den Pinnwänden einiger Agenturen sehen konnte. Der Zettel trug zumeist die Überschrift »Die fünf Stufen eines Projekts«. Hier reflektierte sich sarkastisch die neuartige Erfahrung all der New Economy Firmen, der IT-Unternehmen, der PR-Agenturen und der Werbeagenturen. Und die fünf Stufen eines Projektes lauten: erstens Euphorie. Zweitens Ernüchterung. Drittens Suche nach den Schuldigen. Viertens Bestrafung eines Unschuldigen. Fünftens Auszeichnung eines Unbeteiligten. Ich fand ja immer, dass diese herrliche Liste, deren Urheber leider im Dunst der modernen Geschichte verschwunden ist, sehr gut auf die Erfahrung von Gelen und Nelei einzahlt. Der Grund, weshalb es überhaupt eine solche vor Ironie triefende Liste gibt, hat wohl damit zu tun, dass diese fünf Stufen mit all jenen in Einklang sind, die solche Dinge in diversen Firmen selbst miterlebt haben. Zuerst ist da diese stets etwas übertriebene Euphorie. Der vernünftige Mensch möchte bereits da ansetzen und sagen, nun, wir werden sehen, quod erat demonstrantum. Doch wer das tut, wird giftig als Miesemacher angesehen, als nicht teamfähig, als Außenseiter. Und solche braucht im Team niemand. Und dann ist da natürlich das Ende des Prozesses, wenn alles bereits in Chaos versunken ist. Denn die Suche nach den Schuldigen setzt zumeist voraus, dass die wahren Ratten zu jenem Zeitpunkt bereits das Schiff verlassen haben. Diese Hyperbel auf den gerechten Aufstand von Sklaven anzuwenden, mag mich, den Autor, ein wenig in Frage stellen. Als wäre ich kein Humanist, als wüsste ich nicht, dass die Aufständischen immer die Guten sind und nicht in Zweifel gezogen werden dürfen. Doch Kalion ist keine klassische Fantasy-Geschichte, die mit der altmodischen Polarität aus Gut und Böse gut auskommt. Es ist eben eine Welt, die viel Subtext mitbringt und sich aus unzähligen Geschichtsbüchern nährt. Und unsere Menschheitsgeschichte hält nur wenig von Gerechtigkeit, ganz egal wie selbstherrlich, arrogant und rechthaberisch wir uns da aufblustern mögen.
Subtext. Das ist etwas, was ich in den Werken meiner Fantasy-Kollegen oft vermisse. Aber das ist eine andere Geschichte. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war es wieder mal. Kalion ist eine Fantasy-Welt für jene, die sich mit einfachen Antworten und schlichten Storylines nicht zufrieden geben wollen. Kalion ist eine Fantasy-Geschichte für Erwachsene und hat das Lesegefühl eines historischen Romans. Die vielschichtige Handlung gleicht einer gewobenen Tapisserie, die süchtig macht nach mehr. Der Leser begegnet einer rauen, feudalen Welt, die historische Tiefe und Hypotheken einer gewaltsamen Vergangenheit besitzt. Es ist aber auch eine Geschichte des Aufbruchs aus der Beengung des eigenen Standes und der gesellschaftlichen Bestimmung. Es ist eine Geschichte der ungleichen Gegensätze, die doch zueinander finden können. All dies geschieht unter dunklen Vorzeichen einer ungewissen Zukunft, einem klassischen Sujet des Fantasy-Genres. Zugleich ist Kalion auch ein Spiel mit dem Geheimnisvollen. Die abenteuerliche Handlung entspricht dem Schälen einer Zwiebel, in deren Mitte sich nun was befindet. Das ist eine gute Frage, deren Antwort dir überlassen bleibt. Falls du die Kalion-Romane noch nicht kennst, besuche doch erstmal die Webseite www.kalion.de und sehe dich dort um. Das gibt dir schon mal einen umfassenden Eindruck über die Tragweite dieser Welt. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.